Leute, und was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog von mir. Heute bin ich auf dem Spiel Deutschland gegen Frankreich. Ein Kracher-Duell, wenn man die Namen hört. Leider kann man das nicht mehr als Kracher-Duell bezeichnen. Deutschland ist in den letzten Jahren sehr abgestürzt. Frankreich steht immer noch zu einer Top-Nationalmannschaft. Deutschland ist seit Jahren auch schon raus. Nach dem WM aus 2018 ist Deutschland deutlich den Berg abgegangen. Am Donnerstag verloren gegen die Japaner 4-1. Das ist echt sehr traurig, was bei Deutschland gerade abgeht. Wir sind auch aktuell am Fahren. Wir haben noch knapp 25 Minuten. Wir sind, glaube ich, gegen 17.30 Uhr da in Dortmund. Wenn ich noch Zeit habe und wenn die uns ins Deutsche Fußballmuseum reinlassen, bin ich auf jeden Fall noch zum Deutschen Fußballmuseum. Ansonsten zeige ich euch jetzt ein paar Einblicke von der Autofahrt. Freunde, ich bin jetzt angekommen am Deutschen Fußballmuseum. Ich hoffe einfach nur, die lassen mich rein. Angekommen in Dortmund, Dortmunder Hauptbahnhof gerade, in der Deutsche Fußballmuseum. 276 Tage noch bis zur EM. EM-Trophäe. Sehr, sehr viel Kopf gehabt. Mal gucken. Ja, und drin. Im Deutschen Fußballmuseum. SC Freiburg, TSG Hoffenheim. Eintracht Frankfurt, in Nordkurve, Nürnberg. Boah, hast du das gesehen? Ulf Kirsten. Ja, das sieht geil aus. 1954, WM-Finale in Bern. Deutschland gegen Ungarn. Das war damals die Aufstellung. Der goldene Ball. Vom WM-Finale 1954. Zwei Trikots vom WM-Finale 1990 in Rom. Argentinien gegen Deutschland. Ich glaube, da ist Deutschland Weltmeister geworden. Mit der Meisterschale. Dieses Jahr kommt es hoffentlich nach Leverkusen zum allerersten Mal. Das ist ein geisteskranker Museum. Hier ist ein Logo wieder mit sehr vielen Trophäen. Hier seht ihr jetzt einmal das entscheidende Tor im WM-Finale 1990 durch Andreas Brehme. Und so wurde Deutschland 1990 Weltmeister. Das war der Spielball bei der WM 2014. Das legendäre 7-1 gegen die Brasilianer. Das war das Trikot von 2014, wo Deutschland Weltmeister wurde. Und der legendäre Torschütze Mario Götze. Sogar. Das ist das Original-Trikot, was er beim WM-Finale 2014 getragen hatte. Und hier seht ihr nochmal von der ersten Minute an bis zur 120. das WM-Finale 2014. Der 96, wo Manuel Neuer, ich kann mich daran ganz gut erinnern noch, als Neuer den Ball gegen Palacio hielt. 106 als Schweinsteiger schon zum 20. Mal vielleicht, wo 108 das Zweikampfduell mit Agüero, dann war der ja am Bluten und in der 113. Minute das legendäre Tor von Mario Götze. Originalen Fußballschuh, der Siegtreffer vom WM-Finale 2014 von Mario Götze. 1974, WM-Finale im Olympiastadion München. Und das war die Aufstellung damals. In Gerd Müller, in Uli Hoeneß, in Beckenbauer, den Rest kenne ich und ein Cruyff bei der Niederlande. Geisteskrank. Und das war der WM-Finale-Ball von 74. Hier ist jetzt eine Live-Show in 3, 2, 1. Ich glaube vom WM-Finale 2014. Natürlich träumt man als Kind davon, Fußballprofi zu werden. Mit Leib und Seele haben wir immer gekickt, dass ich Trainer und Weltmeister werde. Das habe ich mir wirklich nie erträumt. 2014, ganz genauso. Die Gefühle in den ersten Momenten nach dem Abpfiff sind einfach unbeschreiblich. Aber mir haben schon so viele Menschen erzählt, Menschen wie ihr, dass es beim Zuschauen genauso war.
Ich finde, diese Emotionen durchleben wir heute noch einmal gemeinsam. Freunde, jetzt genießt es einfach. Ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Der WM-Pokal. Die Europameisterschaft müsste das sein. Gänsehaut. Das ist der echte WM-Pokal von 2014. Freunde, das ist der echte WM-Pokal von 2014. Ey, das ist so geisteskrank, ne? Hier ist noch ein WM-Pokal. Ich hab echt Gänsehaut, ne? So ein geiles Fußballmuseum. Noch ein WM-Pokal. Und jetzt, Freunde, jetzt kommt der WM-Pokal von 1954. So sah der WM-Pokal 1954 aus. 1954 sah der WM-Pokal so aus. EM-Pokal von 1980, als Deutschland 1980 die EM gewonnen hat. Und das ist der EM-Pokal von 1996. Da hatte Deutschland auch Deutschland in den alten Zeiten mal einfach nur geisteskrank. Freunde, seht ihr das, was ich auch sehe? UEFA Champions League Pokal. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich war nicht auf der Welt 2002, wie wir das nicht bekommen haben, und das auch nicht bekommen haben. In allen drei Endspielen verloren, das ist einfach nur traurig. Hier mit dem Champions League Pokal. Ey, das ist so traurig, ne, wenn man so sieht, dass Leverkusen noch gar nichts davon gewonnen hat. Dieses Jahr, komm nach Hause, bitte. Dieses Jahr kann es werden. Das mit dem DFB-Pokal kann es ja dieses Jahr auch theoretisch werden. Den DFB-Pokal hat der Leverkusen einmal gewonnen gehabt. Ich kann mich an das Spiel ganz genau noch erinnern. Da hat Karim Bellarabi mit dem 1-0 das 50.000. Bundesliga-Tor gemacht gehabt. Da steht es sogar. Geisteskrank. Freunde, so sah damals die Tageskasse aus. Eintrittspreise, nicht Mitglieder, 1 D-Mark, kriegsbeschädigte 70 Cent, also 70 D-Mark, also ich weiß nicht, 70 Pfennig hieß das damals. Für Frauen und Jugendliche und halt für Kriegsbeschädigte und für Nicht-Mitglieder 1 D-Mark. Und so sah das damals aus. Ey, das ist so krass, dass man sowas sehen kann. Vom FC Augsburg eine Dauerkarte ist das, glaube ich. Ich fahre jetzt langsam Richtung Westfalenstadt. Freunde, der Matchball wurde sich gegönnt. Für einen Zehner kann man nichts falsch machen. Sehr, sehr geiler Matchball. Frankreich gegen Deutschland. Angekommen am Signal Iduna Park. Let's go, ich bin hype, Jungs. Sehr, sehr hype. Und unser Block ist 66. Freunde, ich habe noch keinen Tipp abgegeben. Wenn ich realistisch bleibe, wird Deutschland hier leider verlieren, aber ich sag, Deutschland gewinnt hier heute. 3-1. Auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ich vertraue meinem Land. Ich sage, Deutschland gewinnt hier heute 3-1 in Dortmund vor 81.000 Menschen. Das ist eine Bombe, das Stadion wird brennen. Let's fucking go, Mann. Das ist unser Block. Ich mache die ersten Schritte ins Stadion. Oh, wie geil sieht die Südbitte aus. Wie geil. Leute, das ist mein Sitzplatz für heute. Mit der View geht auf jeden Fall voll in Ordnung, dass der VIP-Block. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Deutschland hat eine Choreo vorbereitet. Also das sieht mir aus wie eine Choreo, aber ich bin nicht sicher. Freunde, ich habe gerade die Aufstellung gesehen und Kylian Mbappé ist auf der Bank. Ja, das ist schade, aber ich hoffe einfach nur, dass er Anfang zur zweiten Halbzeit reinkommt, damit zu sehen kann. Ich will ihn einmal live sehen, wie der so Fußball spielt. Ich blende euch mal beide Aufstellungen an. Auf der linken Seite seht ihr die Aufstellung von Deutschland und auf der rechten Seite von den Franzosen. Auf ein geiles Spiel. Und ich habe diese Mini-Pizza mit dieser Cola einfach 12 Euro bezahlt. Geisteskrank teuer. Thank you.
Stadion hat sich aber sehr gut gefüllt. Deutschland stößt an. Let's go auf ein geiles Fußballspiel. Tschüss. Deutschland spielt wirklich sehr, sehr selbstlos. Das ist gut. Das ist wirklich gut, Mann. Let's go. Komm, Junge. Komm, Junge. Ja, aktuell die 20. Minute. Deutschland spielt bis jetzt sehr, sehr gut. Also spielen wie in den alten Zeiten, spielen und kämpfen wirklich. Also ist die 20. Minute Deutschland kämpft seit langem sich wieder Kampfgeist auf dem Feld. Das ist wirklich gut, das gefällt mir wirklich sehr. Ich hoffe einfach nur, dass Deutschland hier gewinnen kann und sich langsam wieder zur alten Form verbessern kann. Das ist so wichtig. Das ist immer, glaube ich, knapp 8 Monate Zeit bis zur EM. Ich hoffe einfach nur, dass sie sich bis zur EM verbessern, damit das zur EM auf jeden Fall im eigenen Land, dass sie sich nicht hier im eigenen Land blamieren. Das ist ja so wichtig. Deutschland! Ja, stark! Und die Fans, die weg waren, das gefällt mir sehr. Aus dem Spiel geht unsere Nummer 21, Ilkay Gündoğan. Gündoğan hat sich verletzt, gegen so ein Passer großer Fall. Er war sehr frei. Mbappé wird so in der zweiten Halbzeit reinkommen, der rennt sich gerade schon hoch. Mit der Seitenwechsel. Ne? Oh. Ja, oh Mann, was macht er mit Hendrix? Stefan John, sehr Stefan John. Sehr Stefan John. Was ist?
Das ist Halbzeit, Freunde. Eine sehr, sehr gute erste Halbzeit von der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland führt, kann man sagen, verdient ein 1-0. Deutschland hat ein paar gute Chancen, weil ich bin sehr, sehr stolz auf Deutschland. Die spielen wirklich eine Bombe-Partie. Auch mit Selbstbewusstsein, die kämpfen, das ist das Wichtigste. Das hat in den letzten 5, 6, 7 Spielen gefehlt, dass Deutschland nicht gekämpft hat. Heute mit Rudi voll an der Seite als Trainer, die kämpfen. Das ist das Wichtigste, dass Deutschland kämpft und so können die auch den Sieg holen. Das wäre super, würden die restlichen Testspiele alle bis zur EM gewinnen, dann wären die top vorbereitet auf die EM im eigenen Land. Ich hoffe nur einfach, dass sich Deutschland wieder sammelt und bis zur EM einfach wieder eine alte, zur alten Top-Stärke findet. Das wäre so sehr wichtig. Schade, Frankreich ist spielt in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser. Deutschland ist nicht gut aus der Kabine rausgekommen. Ich glaube, jetzt steht es immer noch 1-0 für Deutschland, weil Frankreich halt die Chancen einfach nicht ausnutzt. Das ist ja schon die dritte Chance. Was sie in der zweiten Halbzeit hatten, ich frage mich echt, wann die Chance Kylian Mbappé einwechselt. Also das ist ehrlich die Frage der Zeit. Ich glaube, er sollte eigentlich in den nächsten 5 Minuten auf jeden Fall. Das gibt's nicht. Ich bin 3 Minuten früher rausgegangen. Wirklich 3 Minuten vorher rausgegangen. Ich habe 2 Tore verpasst. Wie kann man denn so viel Pech haben? Aus 3 Minuten, wo man früher rausgeht, um den Becher schon abzugeben, passieren 2 Tore. Ein Elfmeter-Tor für Frankreich und ein Tor für Deutschland durch Leroy Sané. Das gibt's nicht. Freunde, das Spiel endet mit 2-1. Deutschland gewinnt hiermit nach 5 Spielen ohne Sieg mal wieder. Und das ausgerechnet gegen Frankreich. Mbappé kam nicht zum Einsatz. Kann sein, dass es der Punkt war. Aber auch Deutschland hat heute sehr, sehr gut gespielt. Die haben Teamgeist gezeigt und haben gekämpft bis zur letzten Minute. Das war auch der Faktor, weshalb sie hier heute gewonnen haben. Sehr, sehr gutes Spiel von Deutschland, muss man sagen. Glückwunsch zum Sieg. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abo da. Wir sehen uns am Freitag in München zum Talkspiel gegen Bayern für Leverkusen. Bis dahin.